Das neue Jägerhaus wurde in den Jahren 1937 bis 1939 im Auftrag der Landesforstverwaltung als staatliches Gästehaus errichtet. Unter anderem wurde dazu noch ein Luftschutzbunker, Jagdhütte, Bade- und Gondelteich mit Bootshaus, Kegelbahn, Garagen und Hundezwinger gebaut. Im Volksmund wird das Haus allgemein die Mutschmann-Villa genannt, da es vom sächsischen Reichsstatthalter, Ministerpräsidenten und Landesjägermeister Martin Mutschmann zum Teil auch privat genutzt worden war. Architekten des Gebäudes waren Wilhelm Jost, Rektor der Technischen Hochschule Dresden, und im Innern Oswin Hempel. Ausgeführt wurden die Planungen durch den Tharandter Baumeister Burkhardt und die deutschen Werkstätten Hellerau. Er hat sich hier seine Kegelbahn mit einbauen lassen. Auch wenn das Wetter auch nie danach aussieht, es wird Frühling. Essensausgabe da vorne. Einmal ETW bitte. Im Speisesaal gab es eine große Intarsienwand nach Entwürfen des Künstlers Max Wendel, die zum Teil im Mai 2009 gestohlen und deren Reste ausgelagert wurden. Nachdem Dresden im Februar 1945 ausgebombt wurde, befand sich im neuen Jägerhaus die provisorische Reichsstatthalterei. Laut Wikipedia wurde das Haus bis 1990 von der DDR als VDN-Kurheim. VDN steht für Verfolgte des Nazi-Regimes. Es befinden sich zumindest diverse Krankenakten und EKG-Ausdrucke hier, die das belegen. Es waren aber bloß einfache Klos, war kein Waschraum oder Sauna oder sowas. Wahrscheinlich bei Mutschmann gab es ja wahrscheinlich eine Sauna. Hier wurde auch Leonid Brezhnev und andere sowjetische Delegierte beim geheimen Dresdner Treffen der Staaten des Warschauer Pakts Ende März 1968 zum Prager Frühling untergebracht. Im Juni 1972 bezog Fidel Castro bei einem DDR-Besuch ihr Quartier. Unten im Keller befindet sich noch ein Luftschutzbunker mit einem Notausgang direkt nach draußen. Der Bau der Inneneinrichtung wurde durch die deutschen Werkstätten Hellerau ausgeführt.
Das sind aber ganz kleine Zimmer mit einem Waschbecken und Bäder und Kirchgarten. So wie das damals noch üblich war. Tische gab es früher auch sehr selten zu DDR-Zeiten. So, von wegen Datenschutz hier. Prophylaktische Kur für Erwachsene. So, wie ich das von ordentlichen Oberleuten gehört, geht hier noch weit, weit runter in den Bunker. Und der wurde zu DDR-Zeiten fest verschlossen. Die Mitarbeiter durften hier auch nie rein, hatten auch keinen Schlüssel dafür. Das oblag ganz in der Stasi. Die Lüftung und hier liegen auch noch ein paar Luftfilter. So, und das war dann der Ausgang hier.
Wir haben hier auch noch die originalen Steckdosen und Verteilerdosen von damals, die in 30er bis 70er Jahren aktuell waren. Die schönen, gute alte Drehschalter. Die Stufen bis zur normalen Kellerebene. Also wenn auf dem FI-Schalter, der das ja unter Umständen sein sollte, könnte, wollte, wenn da steht, bei Nicht-Ansprechen des Gerätes Knopf kurzzeitig drücken. Will sagen, wenn du irgendwo am Strom hängst, drück mal kurz auf den Knopf. Oder schalten sie hier aus. So, ich hatte gelesen, im Sommer kann man sich ja noch Gondelboote ausleihen. Und da gibt es da drüben wahrscheinlich auch noch ein lecker Bierchen. Ja, bis der Bus kommt, habe ich noch eine halbe Stunde, also von daher. Okay.